Jawohl, zweimal denselben Spawner getroffen. Sehr schön. Wow. Einfach mal ausweichen und einfach nochmal Valkyren loslassen. So, ein Beschwörungsstein weg. So, der letzte, da steht noch einer. Bis jetzt geht's das hier, ja. So. Es kommen ständig neue Tote nach und ich schicke sie immer wieder an ihren Ursprungsort zurück. Ja, das ist schön, dass wir sie immer wieder dahin zurückschicken. So, wieder zwei neue Beschwörungssteine. Nehme ich an? Ja. Genau. Ja, ihr könnt ruhig aus eurem Gräber auferstehen. Das war die falsche Taste. Das Böse wird aus diesem Reich vertrieben. Aber es ist trotzdem gut, dass wir das benutzt haben. Jetzt ist nämlich schon mal einer von den beiden Beschwörungssteinen weg. Na, kommt ruhig her. Den da. Zwei Totenbeschwörer. Okay, das könnte lustig werden. Jetzt sind beide nix. Das könnte jetzt schmerzhaft werden. Au, genau, deswegen nämlich. Da wäre noch was zu essen gewesen übrigens. Willkommen zurück, Valkyrie. Genau. Ja, bleib da stehen, da nimmst du Schaden, oder? Ja. So bringt das nichts. Genau, jetzt müssen wir einfach immer wieder blocken und warten, bis unser Schild aufgeladen ist. Damit wir denen Schaden machen können. Ja. Genau, macht euren Beam. Vor allem in die falsche Richtung. Oh, Krone. Das sieht wertvoll aus. So. Ich habe eigentlich gehofft, dass du durch die Licht durchwirfst. Aber da du das nicht machst. Wow. Ja, genau in die falsche Richtung. Okay. Ja, Biene ruhig. Währenddessen fallen deine Diener. Mit Können und Disziplin schafft man alles. Au. Okay, Krone ist weg. Und wir haben das Ding auch geschafft. Okay, obwohl das mit den Lichts gerade eben kein Pappenstiel war. Aber wir sind gut durchgekommen, muss ich ehrlich sagen. Sind zwar natürlich wieder ein paar Mal gestorben. Aber es hat auf jeden Fall besser geklappt als bei der letzten Aufnahmesession. So. Das Gold lassen wir auf keinen Fall da liegen. So, sammeln wir das Geld ein und dann geht's raus hier. Fortfahren. Gut, drücke eine beliebige Taste. Mumienbezwinger. Haben wir Bronze freigeschaltet. Heroischen Hunger sind wir auch weiter gestiegen. Ja, das hier wird richtig cool sein, wenn wir das mal freigeschalten haben. Valhallas Erbe. Das sind so die richtigen Ermutigungen, das Spiel auch auf höheren Schwierigkeitsgraden dann zu spielen, auch wegen der Ausrüstung, die wir ja auch erst dann auf
höheren Leveln freigeschalten bekommen. Also schwierig und unfair. Mal kurz gucken, Relikte. Für das Relikt bräuchten wir viel, viel mehr Gold. Hätten wir was Besseres als den Eisring? Er schafft einen Chaoskristall und explodiert. Das wäre auch nicht schlecht gewesen. Ein Dämonengargoyle herbeirufen? Nicht wirklich. Das hier, die goldene Feder, ist auf jeden Fall nice. Feuerspurstiefel, Radamsstiefel. Nein, na. Die Geistersphäre wäre auch noch cool gewesen, aber die ist, glaube ich, eher für den Krieger was geeignetes. Gut, auf zu Level 4. Sind Sie nicht beeindruckt? Der Thronraum. Die Grabhallen des Sonnenkönigs. Ich hätte nicht gedacht, dass du so weit kommst, aber nun setze ich große Hoffnungen in dich. Okay, unser Game Master verpönt uns mal wieder. Dann gucken wir mal, worauf wir uns hier einlassen. Ja, den haben wir doch schon vorhin gesehen. Alle Könige werden irgendwann gestürzt. Oh. Das sieht schon mal nicht so nett aus. Was ist das? Das ist irgendein Ding auf dem Boden. Au. Erstmal gucke ich, dass ich die Spawner loswerde. Ja, und dafür in die völlig verkehrte Richtung wäsche. Au. Ja, jetzt stehe ich auch noch im Explosionsradius drin. Au. Okay, der Sonnenkönig. Wow, in diesen Explosionsdinger sollte ich... In diesen Kreisen sollte ich nicht drin stehen. So. Gut. Nur noch ein Spawner. Was machen die Dinger? Ah, das dreht sich dann. Der Beschwörungsstein muss vernichtet werden. Gut, Beschwörungsstein weg. Wow. Ja, zermatscht sie ruhig. Au. Okay, vor dem König ausweichen. Zurück in den Kampf mit Klinge und Schild. So, bringt das irgendwas? Erstmal muss ich die Zombies loswerden, ne? Und dann muss ich diesen Felsdingern ausweichen. Okay. Ah, habe ich schon mal das eine richtig gedreht? Ja. Gut, jetzt muss ich das andere drehen. Ja. Und jetzt hat er sein Herz verloren. Okay, das ist krass. Und jetzt ruft der neue Spawner herbei. Okay. Ich kapier schon. Erst die Spawner ausschalten. Dann ihm sein Herz rausreißen. Eine Walküre zielt ja. Genau. Aber auf jeden Fall... war. Puh. Das war knapp. Das Böse wird aus diesem Reich vertrieben. Genau. Vertreiben wir das Böse mal. Ja, jetzt macht er wieder so einen Explosionstypen. Genau, schleudern wir das zurück auf den Magier.
und fange mal wieder an, den Dinger zu drehen. Oh. Das ist unfair. Warum ruft der neue Spawner? Darf der das? Darf der das einfach so? Oh. Darf der einfach so aus dem Nichts neue Spawner rufen? So. Explodier. Nimm deine Kumpels mit. So. Das ist wiederum nicht so gut. So, jetzt dreh dich mal schön. Dreh dich. Dreh dich. Sehr gut. So, dreh du dich. Damit wir wieder sein Herz versohlen können. Ja. Jawohl. Okay. Ja, was machst du da jetzt? Okay, er ruft wieder neue Spawner. Müssen wir ganz schön aufpassen. Wir haben nicht mehr viel Leben. Wow. Genau, das finde ich toll, wenn du die eigenen Spawner kaputt machst. Oh, ich habe ja schon den inneren Ring. Au. Fertig soweit. Oh, und ich habe sogar ein extra Leben jetzt mittlerweile wieder kassieren können. Ihr seid wieder am Leben. Ja. Explosiv-Zombie mit einer Krone auf. Viel zu viel Gewusel hier. Au. Ja, dass wir einen Beschwörungsstein zerstören müssen, weiß ich. Wow, das war knapp. Gut, stellen wir uns einfach mal hier hin. Wir können uns nämlich fast die meisten Gegner nicht, außer er. Gut, er kann... Wow. Er kann uns da einfach mal wegbashen. So. Und ich kann ihn weghauen. Nicht viele können sich dieser Tat brüsten. Wow, das erste Fragment. Vom Gauntlet, glaube ich. Der Beschwörungsstein muss vernichtet werden. Jawohl, weg mit dem Zerstörungskristall. Ich glaube, das behalte ich. Störungskristall? So. Beschwörungskristall. Das erste Bruchstück. Eines erlangt, zwei fehlen noch. Ja. Damit ist der erste Boss schon mal Geschichte. Sehr schön. Und ich kann raus hier. Wow, noch viel mehr Gold. So. Raus. Sehr schön. Ja, die mit ihren übertriebenen Punkten hier. Vor allem sind die meisten hier Ranger, wenn ich das richtig sehe, die hier in Geschwindigkeit und so geglänzt haben. Okay. Abschlusszeit. 8:23. 8 Minuten und 23 Sekunden also.
Goldverlust bei den Krypten reduziert. Also ja, wenn ich auf höheren Schwierigkeitsgraden spiele, dann macht das sogar Sinn. Kronen wegwerfen, weil das 80 mal die Krone fallen. Okay. Jetzt öffnen sich da drüben die lilanen Kammern. Die roten noch nicht, gell? Nein. Gut, aber ich würde sagen, bevor wir zu den lilanen Kammern gucken, gibt es erstmal wieder einen kleinen Cut. Bis dann.